Das Wort hat die Kollegin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt wollen wir mal ein bisschen ehrlich über das Geld reden. Die Zocker sind zurück, schrieb das Handelsblatt auf seiner Titelseite gestern. Das stimmt leider. Es werden wieder hochriskante Geschäfte mit gefährlichen Schrottanleihen gemacht. Und Firmen, die nur eine eingeschränkte Kreditwürdigkeit besitzen, bekommen von den Geldhäusern wieder Geld. Und das Geschäft mit hochriskanten Krediten hatte im Jahr 2008, dem Krisenjahr, in Europa ein Volumen von fast 80 Milliarden Dollar und 4 Jahre später von 90 Milliarden Dollar. Und auch die verschachtelten Kreditverbriefungen, die ein Auslöser der Finanzkrise 2008 waren, verkaufen sich wieder prächtig. Also, meine Damen und Herren, die Vorläufer einer neuen Finanzkrise sind für jeden, der sehen will, sichtbar. Und davor dürfen Sie, meine Damen und Herren, vor der Regierungsbank nicht die Augen verschließen und hier heile Welt spielen. Und Frau Merkel, Sie haben sich hier als Vorreiterin der Regulierung dargestellt. Ich möchte Ihnen sagen, das stimmt nicht, das hat sich nicht in der Realität bewiesen. Ganz im Gegenteil, alle guten Vorsätze, die Finanzmärkte zu regulieren, scheinen vergessen. Ich darf Sie vielleicht an Ihre eigenen Worte erinnern. Sie sagten am 5. Oktober 2008, Zitat, wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Frau Merkel, ich frage Sie, wer wurde denn nun wirklich zur Rechenschaft gezogen? Und warum dürfen Zocker jetzt schon wieder unverantwortliche Geschäfte machen? Warum haben Sie die Finanzmärkte nicht wirksam reguliert? Ich kann Ihnen die Antwort geben. Sie haben nämlich vor diesen Finanzmärkten bedingungslos kapituliert. Und das werden wir nicht akzeptieren. Sie haben den Banken sogar noch goldene Rettungsschirme aufgespannt. Auch hier ein Zitat jetzt von Herrn Schäuble. Am 24. Juli 2010 erklärten Sie, solange Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und ich, also Herr Schäuble, Finanzminister, würden Sie diese Wette verlieren. Die Rettungsschirme laufen aus. Das haben wir klar vereinbart. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, sieht ganz anders aus. Der Rettungsschirm ESM ist da und arbeitet von der Öffentlichkeit streng abgeschirmt im Interesse der Banken. Wir wollen endlich wissen, was mit unserem Geld geschieht, meine Damen und Herren. In der Süddeutschen Zeitung stand am Anfang der Woche ein Artikel mit der Überschrift „Der Geruch absterbender Demokratie“. Ich zitiere daraus: „Diese Gegenwart bringt eine Art Überbürger hervor, der den Restbürgern keine Rechenschaft mehr schuldig ist. Verfassungen und soziale Übereinkünfte haben Grenzen, die Finanzwelt nicht. Meine Damen und Herren von der Regierung, Ihre bedingungslose Kapitulation vor den Finanzeliten, vor den Überbürgern, bedroht die Existenzen von Millionen von Menschen in unserem Land, in Europa und in der ganzen Welt. Und das können wir nicht länger hinnehmen. Und Ihre bedingungslose Kapitulation vor den Finanzeliten bringt reihenweise Demokratien in Europa ins Wanken. Sie müssen sich doch fragen, warum erstarken faschistische, rassistische und antisemitische Parteien in vielen Staaten Europas? Die letzten Wahlen haben es gezeigt. Weil die herrschende Politik in Brüssel und in Berlin versagt hat. Weil nämlich die Politik ihre Versprechen immer wieder gebrochen hat. Und immer mehr Menschen gewinnen eben den Eindruck, dass die Politik ihnen keine Sicherheit von den Finanzmärkten bieten kann. Und sie fühlen sich von den Überbürgern auf dem Finanzmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Wohnungsmarkt völlig schutzlos bedroht. Und wenn viele Menschen diese Hoffnung verlieren, dann müssen wir uns doch sagen, was folgt daraus? Hoffnungslosigkeit fördert entweder Aggressionen oder grenzenlose Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie. Und das, meine Damen und Herren, müssen wir doch gemeinsam verhindern. Nun erklärt Herr Schäuble als Finanzminister immer gern, dass die anderen Staaten die Finanzmarktregulierung ja nicht wollten und auch eine Finanztransaktionssteuer in Europa kaum umsetzbar sei.
Aber Herr Schäuble, sind Sie wirklich in Europa so wenig durchsetzungsfähig? Ich glaube das nicht. Ich traue Ihnen wirklich mehr zu, wenn Sie da wollen. Denn man muss sich doch die Frage stellen, warum gelangt es dieser Bundesregierung, brutale Kürzungspakete in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien durchzusetzen, von denen sich diese Länder noch in 10 Jahren nicht erholt haben werden? Und warum gelingt es dieser Bundesregierung, ganze Staaten neoliberal umzukrempeln, aber warum soll es ihnen nicht gelingen, die Finanzmärkte zu regulieren? Das ist nicht zu verstehen. Aber machen wir es mal etwas kleiner. Wenn die Bundesregierung sich angeblich in Europa nicht durchsetzen kann, wenn es um die gerechte Besteuerung von Spekulanten geht, warum fangen Sie nicht einfach in Deutschland damit an? Frau Merkel, Sie haben ja hier erklärt, Deutschland wäre Vorreiter der Regulierung. Darum frage ich Sie, warum gibt es nicht wenigstens in Deutschland eine Finanztransaktionssteuer? Das wäre doch der logische Anfang, meine Damen und Herren. Und in Deutschland kann diese Bundesregierung wirklich niemand daran hindern, ein gerechtes Steuersystem einzuführen und die Finanzeliten in ihrem desaströsen Handeln einzuschränken, außer diese Regierung selbst. Aber Herr Kauder hat es ja gerade noch einmal unterstrichen, mit dem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD selbst schwere Ketten angelegt. Es ist, finde ich, ein beispielloser Akt der Selbstfesselung. Denn dieser Vertrag, dieser Koalitionsvertrag schließt Steuergerechtigkeit definitiv aus, und das ist definitiv der falsche Weg. Deutschland ist nach Analysen des Internationalen Währungsfonds eines der wenigen Länder in Europa, das sein Potenzial, seine Spielräume bei den Staatseinnahmen nicht ausnutzt. Und dieser Spielraum macht nach Aussagen des Internationalen Währungsfonds, also nicht der Linken, immerhin rund 80 Milliarden Euro zusätzlicher Einnahmen pro Jahr aus. 80 Milliarden, stellen Sie sich das mal vor. Mit 80 Milliarden könnte man wirklich eine gerechte Rentenreform beschließen, ohne die Kassen zu plündern. Und man könnte endlich das Kindergeld erhöhen. Es ist doch wirklich eine lächerliche Aktion, dass man dieses versprochene Kindergeld ins Irgendwann, ins Nirvana verschiebt, nur um von der schwarzen Null weiter träumen zu können. Von der schwarzen Null haben die Kinder und ihre Familien wirklich nichts, Herr Schäuble. Aber nein, die Regierung will diese großen Spielräume nicht nutzen. Und sie hat sich selbst Ketten angelegt, wenn es um die gerechte Besteuerung von Vermögenden geht. Und sie hat sich Ketten angelegt, wenn es um die steuerliche Entlastung der Mittelschicht geht, die unter der kalten Progression leidet. Wir finden als Linke, das ist verantwortungslos und sozial ungerecht, meine Damen und Herren. In den letzten Monaten wurde nun viel über den Fußballmanager Hoeneß in den Medien berichtet. Sie erinnern sich? Er hatte an den Steuerbehörden vorbei unbemerkt 28,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Aber warum fragt eigentlich niemand, wieso so viele Steuerbetrüger in unserem Land unentdeckt bleiben können? Ich kann Ihnen die Frage relativ leicht beantworten. In den letzten Jahren, ist die Zahl der Steuerberater um 30%, die der Steueranwälte sogar um 60% gestiegen. Und in dem gleichen Zeitraum wurden in den Finanzämtern, die also die Kontrolle haben, 5% der Stellen abgebaut. Das passt doch wirklich nicht zusammen, meine Damen und Herren. Und auch das scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Der Bundesfinanzminister hatte sich verpflichtet, 500 Prüfer beim Bundeszentralamt für Steuern einzustellen. Diese Prüfer vom Bundesamt sollten gemeinsam mit den Kollegen in den Ländern die Kontrolle der Unternehmen unterstützen. Doch weder der Bundesfinanzminister noch die Länderminister haben offensichtlich ein wirkliches Interesse daran, Unternehmen bei der Steuergestaltung auf die Schliche zu kommen. Meine Damen und Herren, mein Fazit: Diese Bundesregierung hat auch in Deutschland kein Interesse daran, alle Bürgerinnen und Bürger gleich zu behandeln. Und ich finde, diese unhaltbaren Zustände wollen und müssen wir ändern, wenn die Menschen nicht den Glauben an Demokratie und Gerechtigkeit verlieren sollen. Meine Damen und Herren, ob diese Bundesregierung zukunftsfähig ist, wird sich daran zeigen, ob es sie schafft, den Finanzmarkt zu regulieren. Ich sage Ihnen, auch ein ausgeglichener Haushalt wäre nichts wert, wenn er von der nächsten Finanzkrise aufgefressen würde.
Diese Erfahrung musste übrigens, wollen wir noch einmal an ihn erinnern, der damalige Finanzminister Peer Steinbrück machen, der 2008, kurz vor dem Ausbruch der Finanzkrise, hier im Deutschen Bundestag stolz die schwarze Null an die Wand malte. Und er sagte damals noch, wir erinnern uns auch daran, letzte Erinnerung jetzt an ihn, Finanzkrise, das ist irgendwas in Amerika. Und Amerika war dann schnell sehr nah, daran sollten wir uns auch erinnern, meine Damen und Herren. Übrig von dieser schwarzen Null von Peer Steinbrück blieb ein schwarzes Loch, in dem die Bundesregierung Milliarden für die Rettung der Banken versenkte. Die schwarze Null wurde damals den Banken geopfert. Das, meine Damen und Herren, darf sich nicht wiederholen. Vielen Dank.